Ist halt die Frage, wie... Gut, die Rüstung ist, wenn sie abgegradet ist. Sie ist nämlich leicht. Das ist eine Tatsache. Und sie sieht sich auch schick aus. Ah, hier können wir vergleichen. 179. So, na okay, die ist aber halt schon auf Stufe 10. Du bist nur auf nichts. Also ja, sie sieht definitiv schick aus und macht unsere Belastbarkeit einen Tick runter. Also sagen wir mal so, die Handschuhe und die Schuhe sind schon mal besser. Wisst ihr was? Weil ich es kann. Werde ich jetzt mal die Rüstung auf Maximum hoch. Und guck mal. What? Wie gut sie dann ist im Vergleich zu... unsere Alva-Rüstung. Ist sie besser. Abgesehen von ein bisschen Wuchtschaden. Und sie wiegt weniger. Mhm. Muss ich mir nur noch einen passenden Helm dazu aussuchen. Nicht gerade den, auch nicht den Hut. Drachenbluthelm. Nö. Helm des Weißen Königs und die Krone des Weißen Königs, ja. Pharons Maske, nicht unbedingt. Nukatits Maske, Stahlmaske von Quaiten. Ich könnte die Heideritter Eisenmaske nehmen. Die ist allerdings schwerer als meine aktuelle Maske. Jägerhut. Erhöht die Reichweite von Pfeilen, bringt mir nicht wirklich was. Alter Glockenhelm. Ist schon ein Stück schwerer. Oder ich lasse einfach mal den Alva-Helm auf. Weil wenn ich mir die Sachen ansehe, die sind jetzt schon besser. Oh, außer die Schuhe. Die muss ich dann auch mal ab... Ich grade mal alles ab und guck mal, was dabei rumkommt. Sehen kann ich es mir leisten und Funkeltitanit habe ich sowieso im Überfluss. So. So. I'll be around. Dann gucken wir mal. Rüstung ist besser bis auf Schmetterschaden. Aber nicht viel besser, außer jetzt hier unten in den Resistenzen. Handschuhe sind abgegradet um einiges besser. Hosen sind schlechter. Würde mir bloß mehr Beweglichkeit geben. Ganz ehrlich, laufe ich halt so rum. Ist da zwar gemischte Rüstung, aber was soll's.
Ich behalte die Alpha-Rüstung aber vorläufig mal im Inventar. So, gut, jetzt geht's aber los. Nämlich, wir wollen in die Ausweisungskammer. Genug Human Effigies habe ich ja noch für dies, was ich hier vorhab. So, ich steig nämlich jetzt. Viel Erfolg, genau. In den Sarg rein. Und dann geht es ab. Willkommen im eisigen Umland. Fährt voraus, versucht blocken. Vision vom Verbündeter, ja. Mit diesem Gebiet tue ich eine gewisse Hassliebe, sage ich mal, verbinden. Weil zum einen ist das Gebiet recht cool. Abgesehen davon, dass ich im Augenblick nichts sehe. Ja, danke. Also da hinten muss ich nachher hin. Ich will jetzt aber erst einmal die Dinger hier mir angucken. Denn ich weiß noch, in einem war was versteckt. Genau. Zwei Schwarzkrautbalsam, war nichts Besonderes. So, jetzt zum Beschwörungszirkel rüber. Und meine Armee rufen. Ja. An diesem Ort kann ich drei Phantome rufen. Und das ist auch genau das, was ich machen sollte. So, und jetzt muss ich mich durch den Schnee zu dieser Festung hier durchquälen. Mit den drei im Pack. Also ihr merkt schon, Sichtweite ist null. Außer wir sind halt in den Ruinen. Da drüben sehe ich einen Gegner rumlaufen. Da drüben sehe ich auch ein bisschen Loot zum Plündern. Also da liegt der Loot rum. Ich warte jetzt mal die Woge ab. Bei den Schneestürmen wird's hässlich. Ab diesem Zeitpunkt hier. Also sobald uns hier jetzt ein Schneesturm zwischen den beiden Festungen erwischt, können wir uns auf was ziemlich Unschönes einstellen. So, da ist erstmal der Loot. Und dann werde ich schnell dich los. So, weil jetzt, genau, es ist schon da. Darf ich euch den Horror vorstellen? So, schnell weiter. Weil sobald der Schneesturm wieder zufriert, ich höre es schon,
kommt das nächste. Das sind Rentiere. Jedenfalls sollen es Rentiere sein. Kommt noch mal eins? Gut, ich höre gerade keins. So, wir haben es zum wichtigsten Checkpoint geschafft. Der Heilquelle. So, genau. Jeder, der sich hier reinstellt, wird ein bisschen geheilt. Nein, nicht raus. Rein ins Wasser. Na gut. Die wollen nicht so wirklich, aber Vengard hat sich wenigstens geheilt. Zufluchtsort versucht Einzelkampf, ja. So, von hier aus geht's dann zur letzten Festung. Wir ignorieren die Ritter. Okay. Direkt von vorne. Au. Das Garstige, die Viecher sind schnell. So, schnell weiter. Okay, wir schaffen es nicht mehr vor dem nächsten Schneesturm. Es kommt wieder von vorne. Und ja, es blitzt ziemlich stark. So. Ja, hier ist ein Lancer. Und ihr seht vielleicht schon, warum ich so viel Reparaturpulver gekauft habe. Meine Lanze ist nämlich schon mal recht angeschlagen. Wir warten den nächsten Schneesturm ab, weil dann müssen wir da rüber rennen. Und mal hoffen, dass ich den Weg gleich finde. Weil der Weg jetzt ist sehr tricky zu finden. Wenn wir Glück haben, schaffen wir ihn auf Anhieb, ohne dass uns wieder ein Rentier angreift.
Wenn wir Pech haben, müssen wir uns nochmal mit einem Rentier rumschlagen.